Wunderbar. So. Geht's gut? Ja, ja. Oh. Schön. Ich habe noch nicht ganz die Zeitumstellung überwunden. Ah, mit Theresa auch noch nicht so ganz. Aber ist gut. Ja, geht mir auch so. Das ist echt ätzend. Ich wollte, sonst hat mir es nie so viel ausgemacht, aber irgendwie jetzt mit Kind. Ja, man wird auch älter. Ja, das auch. Was war das? Samstag? Nein, Sonntag. Hallo, Shiny. Mhm. Am Sonntag, das hat mich richtig gekillt. Der ganze Sonntag war am Arsch. Ja, bei uns auch. Vor allem, wir waren ja noch, wir sind ja Ostersonntag immer bei seiner Oma drüben. Mhm. So, und dann, die essen um 12 dann halt, ja, Osterbrunch sozusagen. Und dann war aber auch noch danach Geburtstagskuchen essen von seiner Oma, was normalerweise eigentlich nicht drin ist. Und wir so, naja, dann versuchen wir es ohne Mittagsschlaf bei Theresa. Das war keine gute Idee. Oh. Die war zwar nicht schlecht drauf, aber als wir dann nach Hause gegangen sind, irgendwann um kurz vor 4, ey, die wäre uns um 4:30 fast eingeschlafen auf der Couch. Und das ist fatal. Das glaube ich. Das glaube ich. Naja, so. Irgendeinmal wird es abgeschaffen. Mhm, vielleicht. Also ich brauche das nicht. Soll ich den mal anquatschen? Yes. Unnützes Pack, warum findet mir niemand meine Glocke? Oh du, oh beim Klabautermann, man sieht es in deinen Augen, welch ein erfahrener Abenteuer du bist. Okay, finde sie, finde meine Glocke, ich warte. Okay, jetzt haben wir demnach einen neuen. Ja. Die Glocke verlor ihm seine hübsche Gabe beim Klabautermann. Jetzt muss ich nach oben und den Typen nochmal schauen, wie der da diese Dings machte. Nee, das nicht, das nicht. Das haben wir ja erledigt. Dadurch kam, glaube ich, die Treppe nach oben. Okay. Jetzt müssen wir zu dem, der vor dem Tor da steht am Strand. Okay. Und der geht dann, glaube ich, weg und dann können wir endlich da hoch. Okay. Schönen Tag gehabt, Shiny. Und Bolle auch, hoffe ich, soweit. Ja, ja. Gestern war ist was Schreckliches vorgefallen, was beinahe hätte ganz böse enden können. Oha. Wir waren schon wieder auf dem Geburtstag in der Gaststätte und da gab es halt zum Anstoßen so Sektgläser mit Prosecco oder Orangensaft. Mhm. Und Theresa hat aus meinem Glas getrunken mit dem Orangensaft. Ja. Sekt wollte ich gerade sagen. Das wäre nur harmlos. Die trinkt und dann hörst du. Die hat ins Glas reingebissen. Ui, ouch. Und ich gleich so, ach du Scheiße, spuck aus, spuck aus. Dann hat sie Gott sei Dank. Also wir haben alles rausgekriegt. Die hat nichts im Mund behalten. Aber da ging mir die Pumpe. Aber hallo, ey. Ja, das glaube ich definitiv. Heißt, wenn die jetzt so ein Glassplitter runter, dann stirbt. Die ist tot. Ja. Oh. Uiuiui, ui, ja, das geht schneller, als man denkt. Vor allem diese Sektgläser sind halt auch so mega dünn, oder? Das war mega dünn, ja. Mhm. Mann, ey. Zum Glück ist nichts passiert. Oh, Shiny, nein. Du suchst nach der Glocke? Dann könnte ich zurück. Danke. Ja, bitte. Ah, doch. Ah, doch. Oh. Ach, das war dafür. Wissen wir das noch? Nee, glaub's nein. Nicht. Also das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe es auch nicht videomäßig aufgenommen. Aber jetzt geht's ein bisschen besser. Du wolltest es, glaube ich, aufschreiben, aber hast nicht. Ja, ich wollte es aufschreiben, das stimmt. Ach ja. Ja, das geht schnell, aber wenn nichts passiert, ist es immer auch okay, aber man ist als Eltern immer so, oh shit. Das Glas im Mund, das ist super gefährlich. Ja. Die hat sich auch Gott sei Dank nicht geschnitten oder irgendwas. Krass. Weil sie es wirklich gleich ausgespuckt hat. Mhm.
Also, 1, 2, 3, 4. Wir mitmachen mal mit Zahlen von links nach rechts. 3, 3, 2, 1, 1, 4, 4, 4. 3, 3, 2, 1, 1, 4, 4, 4. Ja, genau. Merken. Ich habe erst um 10 Uhr angefangen. Ah, sicher? Wow. Ich hätte so etwas von einem Donnerwetter bekommen. Egal, ob ich krank bin oder nicht. Ja, Shiny hat ja gleichzeitig, da geht das schon. Ja, hätte ich auch. Ich wäre Geschäftsleiter. Ja, gut. So, du wirst also. Nicht so behandelt. 3, 3. Hallo? Schieb? Na? Hä? Ah, 2, 1. 1, 1. 2 mal 1. Genau. Und dann... 3 mal die 4. Ja. Ja. Stimmt, 2 mal 1. Danke, Robert. Kaktus. Oh, neuer Boss, neuer Gegner. Nee, wäre ganz deine Meinung, Shiny. Das wäre das Richtige. Also, hier haben wir ein Schiff. Gehen wir da mal rein. Schauen wir mal, ob die Glocke da ist. Ui. Ah, das ist jetzt die andere Seite. Jo, als ich die Wüste nach der Glocke absucht habe, hat sich mein Sandsturm erwischt. Dann bin ich so wieder aufgewacht. Ich gelange nicht ins Jenseits. Habe ich dein Mitgefühl? Dann hilf mir, diese Glocke zu finden. Ich habe meinen Schädel in der Wüste verloren. Suche ihn zuerst. Schädel in der Wüste. Oh Gott, jetzt. Graben? Oh nein, jetzt gräbt er die ganze Zeit. Meine Stunde. Jetzt guck halt erstmal und krabbelt sich jeden Bildschirm ab. Schau mal, wie viel man graben kann. Oh mein Gott. Ja. Ah. Ich habe auf dich gewartet, Kumpel. Lass uns nun die Glocke finden. Trag mich herum. Ich sag dir Bescheid, wenn wir nahe dran sind. Okay. Ja, schweres Wort. Nahe dran. Leuchtest du oder blink? Ja, gut. Das darf mir nicht passieren, gut. Zum Glück ist er immer wieder hier. Oh Gott, ist das eine Energy? Ja. Ich würde nie mehr schlafen diese Nacht. Vielleicht hier oben? Doch. Nein. Nee, ich glaub der. Bestimmt macht er irgendeinen Ton, wenn du in der Nähe bist. Oder leuchtende Augen und so. Poki. Ja? So habe ich jeden Bildschirm. Oder muss ich drauf sein? Warum musst du für viel wach bleiben, Robert? Wrestling, 2 Tage lang. Aha. Und immer nachts. Ja. Witzig. Nein, ich dachte, er wäre einfach da drüben. Okay, da muss ich eventuell genau drauf sein. Geh doch erstmal in die Höhle oben gucken, jetzt ist er weg. Ja. Guck mal, da ist eine Höhle oben. Okay. Dachte ich mir fast, aber ich wollte sicher gehen.
Ich glaube, ich muss auf dem Block stehen, wo ich muss dann doch jetzt jeden Block ablaufen. Oder? Meinst du? Nee, das glaube ich eher nicht irgendwie. Aber ich weiß auch nicht genau, was die Lösung ist. Ja. Nee, ernsthaft? Nein! Was da? Na, vielleicht weiter zurück, ich weiß nicht. Hast du denn alle Quadrate schon abgesucht? Ja. Danke schön, Shiny, für deinen Resub. Was machst du denn da? Keine Ahnung was, aber ist nicht das Richtige. Vielen Dank, Shiny, für oh Mann! Oh. Liebe die Mission. Für 52, 40 Monate. Danke, danke, danke. Das ist schon wieder so schnell wieder her. Unglaublich. Danke vielmals. 42 ist eine gute Zahl. Mhm. Die Antwort auf alles. Mhm. Nein! Ja. Aber das ist kacke, wenn man nicht weiß, auf welches Signal man irgendwie achten soll. Ja. Und ich bin nicht sicher, ob wirklich ich nicht die Quadrate absuchen muss. Weil ich ja, war in jedem mal. Bildschirm, war ich jetzt mal. Dann mach einfach mal. Also. Machen wir mal von oben nach unten. Hier war ich schon. Wir kommen halt immer wieder. Ah, ich sehe es gerade. Das ist keine Chance. Also hier alles abgesucht, bis auf die drei. Okay. Ah. Es ist sau schwer, wenn man nicht, weil ich habe den auf dem Kopf. Und dann schmeiße ich ihn, wenn ich mit dem Schwert tue. Ja. Also. Hier auch nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Mm-mm. Drüben war ich schon vorhin. Ja, bravo. Mm. Da würde ich behaupten, könnte es sein, aber... Mm. Ja, aber du kommst ja nicht hoch. Noch nicht. Nein. Und der sagt ja, er hat es im Sand verloren. Naja. Hm. Dann rast ja auch Wasser grundsätzlich. Das Piepsen fehlt, ja. Oder musst du den zu
dem Typen erst bringen? Meinst den Kopf? In die, Ding? Aha. Ins Schiff rein? Vielleicht. Aber komme ich überhaupt rein? Weiß ich nicht. Nö. Nö. Und dann, ich weiß auch nicht. Also hier piepst es nicht. Hier super seltsam. Hier hat es vorhin auch nicht gepiepst. Treibsand von... Ich glaube, er ist schon mal reingegangen und dann untergegangen, oder? Ja. Was ich noch nicht gemacht habe, ist komplett hier rauszugehen. Und vielleicht hier noch zu schauen. Weiter versuchen, nach oben. Ich probiere mal nach oben zu gehen. Kann ich hier rein mit ihm? Ne? Aber da warst du auch noch nicht drin, oder? Ne, war ich noch nicht drin. Hm. Ach, Mann! Ich werde ja nicht Spielverderber sein, aber eine Lösung. Ja, ich guck gerade schon. Ja, das sollte für mich irgendwie so ein leichtes Zeichen geben, dass ich wenigstens weiß, dass ich am richtigen Screen bin. Und dann darf er von mir aus den richtigen Block oder so, aber. Ja, das wäre ganz nett. Aber so einfach irgendwie, dass er nur beim richtigen Block irgendwie aufleuchtet. Also fällt. Hm. So, jetzt habe ich das Piepsen. Vielleicht klappt das jetzt besser. Okay, du musst über den Treibsand laufen, aber nicht reinfallen. Wie meinst du? Also, mehr habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, er ist über Treibsand gelaufen und dann hat das Ding reagiert. Okay. Also irgendwo, irgendeinen von denen hier. Mhm. Ohne das Ding wegzuschmeißen. Nee. Ohne reinzufallen, ohne wegzuschmeißen. Sehr geil. Und leuchtet. Unsagbare Aufgaben. Leuchtet der oder wie? Nee, du wirst dann sehen, was er macht. Das ist schon sehr aufwendig. Okay. Nein. Nein. Was? Nein. 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 Au! Mann! Oh, Mann! Wenn du schon mal da bist, kauf etwas ein Schild für 50 Rubine. Also ich muss hier runter? Nein, das ist ja nicht das, wo er reagiert hat. Ah. Aber man kann dann wohl doch darunter. Achso, und dann kommt man da wieder raus. Ja, sicher. Dein Gedanke war nicht so schlecht. Ja, ja, das stimmt. Ah, komm. Ah, nein.
Hart. Nee, Spiel. Nee, aber wirklich nee. Aber jetzt habe ich, glaube ich, außer diesen hier links. Gott. Irgendwo muss der noch sein. Ja, rechts drüben habe ich noch paar. Rechts drüben. Nee, die habe ich. Einmal so machen. Geh weg. Also, entweder bin ich saudumm und schaffe das nicht. Über das Feld. Also bei ihm macht er. Aber bei mir nicht. Na, dann musst du den richtigen nur finden. Dann hast du vielleicht doch noch nicht alle abgesucht. Genau, also, mal von oben und dann. Ja, warte, den habe ich noch nicht, ja. Also, zweite Kolonne. Da war ich eigentlich schon, aber probiere ich nochmal. Ja, du geh doch nicht so lange da drauf. Ja, du also, musst nur rüberlaufen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das linke. Ah! Aha! Ah, jetzt. Guck mal an! Und jetzt, ja, was dann mach jetzt ich? Runter damit, oder? Mit ihm? Ich würde sagen, runter. Ah, aha. Gott im Himmel. Das ist es ganz sicher. Oh, du hast die rostige Glocke. Die Luft hat dir enorm zugesetzt. Oh, das ist die Glocke vom Captain. Aber ob sie nun funktioniert? Dies ist ja völlig verrostet. Jedenfalls ist nun der Weg ins Jenseits frei. Den Rest musst du erledigen. Halleluja, meine Güte. Reini, du solltest dich hier hinsetzen. Okay, die ist jetzt verrostet. Emil in Abendmesse. Ja. Soll ich nochmal zu dem anderen Typ, der Geist, oder ist der jetzt weg? Der ist doch, glaube ich, jetzt weg. Aber kannst mal gucken gehen. Ja, ich würde es einfach mal den Captain zeigen, vielleicht sagt er ja irgendwas. Von ja, wir sind jetzt sind wir wieder in der Anderswelt, oder? Ach so, oh. Wie praktisch. Wirklich praktisch. Du hast mir meine Glocke gebracht, lass mal sehen. Oh, das Ding ist ja total rostig. Willst du mich verschaukeln? Die taugt doch nicht mehr. Geh und lass sie polieren. Bei wem? Friedhof. Wo denn? Bachmann bringt die Glocke wieder in Ordnung, wenn sie erstmal verrostet ist. Die Glocke mag rostig sein, doch sie ist hervorragend verarbeitet. Ist das jenseits? Jo, kein Wunder, dass alles so merkwürdig überall aus. Überall liegt Erz herum. Auserwählte Gab war damals rostig, joho, zum verrückt werden. Hat ein Leibchen, das er nicht vergessen kann. Fragt er gerade seine Königin, er ist auseinander. Nein, wir kennen's. Wir wissen es. Was Leibchen doch.
Okay. Was hat er denn gerade gesagt? Was meinst du? Hat er nicht gerade gesagt, wer es reparieren kann? Nö. Einfach, Nein, das nicht, glaub's. Also der Captain jedenfalls nicht. Ja. Hm. Nee, aber der eine Typ, den du angesprochen hast, hat der nicht gesagt, wer das reparieren kann? Ja, genau, ihr gesagt. Ach, nur ein Meister, okay. Hm. Hast recht. Ich würde einfach mal im Dorf rumfragen. Eventuell der. Vielleicht der Uhrenmeister? Ich weiß nicht genau. Also, ich habe gerade wirklich keine Ahnung, wer das polieren könnte. Oben im Norden gibt es einen Ort, der nur von seiner Kraft erfüllt wird. Sie hält ihn zurück. Sie ist nicht verbunden gegen die Sonne anders aus. Ich habe dich gefunden, du bist Baller. Ich habe die Stadt im Linie gesehen und da muss ich einfach treffen, wenn er zu teilt. Geheimnis der Feen anvertrauen. Sie haben es mir der Feenwelle von Labrina verraten. Ja. Labrina, diese Geheimnisse könntest du noch viel glücklicher werden, alles klar. Gut. Hast du es dir gemerkt? Ja. Jeder mag es, an Maschinen herumzubasteln. Der nicht. Ja, wie gesagt, einfach mal im Dorf umhören. Ich wüsste jetzt sonst nicht speziell, wo da einer sein soll. Nimm diesen Ring. Wer ist sein Ring? Lass ihn später schätzen. Mhm. Das können wir auch mal wieder machen. Mhm. Oktoring. Metamorphose zum Oktor. Das ist das, was dieser Ring ist. Okay. Wieso? Moblin Ring. Treibsand Ring. Das hätte ich jetzt beim kein Versinken im Treibsand. Naja, du musstest ja im Treibsand versinken. Subrosia Ring. Warum? Bringt uns das? Feenring? Keine Verhexung? Keine Verhexung, was? Courage-Ring. 1000 Monster besiegt. Und was bringt das, dieser Ring? Keine Ahnung. Nein. Was ist, wenn ich zur, wie heißt sie schon wieder? Nicht Elsa. Die alte Lady. Impa? Ja, Impa. Fast wie Elsa. Geh einfach fragen. Aber ich glaube nicht, dass die Uhren, Glocken repariert. Ich weiß aber viel. Eine Wüste, ich kenne nur die Samnasa, wie sie östlich des Dorfes beginnt. Wandle mit Vorsicht. Aber auch nein. Nein. Denke auch nein. Vielleicht. Meinst du, der kleine Junge kann es nicht? Habe ich mit dir reden gekommen? Ja. Vielleicht gibt es unten im Keller irgendwie Poliermittel oder sowas. Einfach mal gucken.
Also, das geht das nicht hoch. Oder hoch. Ist ja egal. Ja, wir haben die Zeit auf Dienstag umgestellt. Nee, okay. Ich komme so schnell wieder zu Geld. Ja, hier schon. Kann man ruhig mal was ausgeben. Ja. Also, da nicht. Ringmeister auch nicht. Vielleicht Sie fragen. Über das ganze Land in Essenzen verteilt. Was sehen wir, damit zusammengebracht werden? Da oben vielleicht? Sie? Ihn? Könnte einer auf der Essenz auf dem Friedhof sein, doch wie überquerst du die See? Sonst wüsste ich nur noch der eine Vasentyp in der versunkenen Stadt, aber. Keine Ahnung. Das ist halt keine Ahnung, wer hier. Meister. Glocken repariert. Oder in Subrosia einer? Könnte sein, aber da irgendwie mit Erz oder so. Ja, vielleicht in der Fabrik da, wo man die Erze schmelzen, okay, tauschen, wie auch immer kann. Wir gehen mal schauen. Nö. Ja, die nicht. Ich glaube, die war östlich irgendwo. Ja, glaube auch. Ich weiß, was du meinst. Wer braucht denn eine dreckige Feder? Wir. Das Loch führt zum Tempel. Hier ist, glaube ich, zwar auch Sand, aber nicht das, was wir brauchen, glaube ich. Ja, hier war nur die eine, ja, da, ja. Jetzt glaube ich rechts rüber hoch, da meinst du, oder? Ja. Hier oder ja, genau. Eins hoch. Ne, das Schild. Nicht da links. In diesem Hochofen wird jedes Herz flüssig. Beim Tempelohren kann man Brocken abgrasen. Heiße, die Hochöfen schmelzen jedes Metall. Erz zu schmelzen ist verdammt harter Job. Und dabei zwei Arten von Erz. Mann. Aber es müsste irgendwie. Ja. Müsste hier irgendwie sein, sagt mir mein. Scharfsinniger Verstand. Prozent des Spiels, wir gehen mal YouTube, Google schauen. In Subrosia beim Schmied, ich weiß noch nicht, wo der Schmied ist. Also, aber hier auf jeden Fall in Subrosia. Okay.
Ich weiß nur nicht, wo der Schmied ist, aber ich hätte ja jetzt gesagt, eigentlich da. Ja. Habe ich das schon geführt, Tod? Weiß ich gerade nicht. Jetzt? Da sag mal! Geh weg! Kommt der nicht so darüber? Blub, blub. Da mal schauen. Man weiß nie, wo der Schmied ist. Also nein. Nicht. Hier nicht. So viele Häuser gibt's ja hier nicht. Ich denke mal, dass der in einem Haus drin ist. Mhm. Also hier drüben sich nicht, das sind ja die... Das sind diese Jahreszeiten-Tempel-Dinger. Hallo, Rahi! Tschüss, Rahi! Hm? Hallo, Rahi! Muss gleich niesen. Oder nicht? Hm. Schere. Danke. Oh, der kommt eh nicht raus. Schmied? Hm, würde ich jetzt sagen eigentlich. Willkommen zur Schmiede, Subrosa. Wir liefern S-klassige Arbeiten ab. Aber wir nehmen nur Aufträge an, die uns interessieren. Die beiden dort hinten kümmern sich ums Handwerk. Ich bin der Manager. Hä? Moment, der Meister hat etwas gesagt. Ach tatsächlich? Die Augen des Meisters sind untrüglich. Er sagt, du besäßt eine wertvolle Glocke. Möchtest du, dass er sie aufpoliert? Bitte. Bitte? Bittest du so... Um einen Gefallen? Probiere es später noch einmal. Was? Hä? What the? Aha. Na los. Perfekte Antwort. Geradeaus und auf den Punkt. Meister, erledige das sofort. Pardon, dass du warten musstest. Deswegen ist er ein Meister. Die beste Arbeit weit und breit. Bitte sehr, so eine feine Handwerksarbeit findest du sonst nirgendwo. Du hältst die Piratenglocke. Bong. Ich dachte jetzt, es wäre eine goldene irgendwie Glocke, aber okay. Nein, sie ist blau. Blau. Sieht aus wie eine... Wie heißt so diese Asienglocken? So Dong. Ja, Gong. Wie es gerade da schon stand. Genau. Gong. Shiny, was für eine Rache von gestern? Was hat Bolle wieder was gemacht? Was war da? Ich. Ja. Ich mache überhaupt nichts. Bei mir wird immer Schabernack getrieben. Ich habe das gesehen, Snuffles. Du bist da gerade nicht da. Aber ich habe das durchaus gesehen mit den scheiß Würblöcken da. Gib mir so Mühe und dann bin ich immer nur behindert. Du hast... Bolle hat dich erschreckt. Hm. Oh mein Gott. Stimmt ja. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin nur hingegangen zu ihr und...
bin halt geschlichen, sodass sie mich nicht hört. Was kann ich denn dafür, wenn sie mich nicht sieht? Ja, finde ich auch. Also. Du hast mir meine Glocke gebracht. Lass mal sehen. Oh, zweifellos, das ist sie. Diese Glocke steckt voller Erinnerungen. Doch nicht nur angenehme. Schnief, da werde ich wehmütig. Das sieht mir gar nicht ähnlich. Es geht los, Matrosen zur See. Dieser wunderbare Klang, diese Stimme, kann es möglich sein? Mein Captain? Das kann nicht wahr sein. Ich habe eine aufschlussreiche Zeitreise hinter mir. Aber ich hatte niemals gedacht, dass ich je wieder die wieder zu sehen. Und hier schon gar nicht. Ist das nicht die vom Strand? Ja. Nein, das muss ein Traum sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns nach so langer Zeit wiedersehen. Der Gedanke an unseren Abschied bricht mir immer noch das Herz. Viele Jahre sind vergangen, aber deine Schönheit ist unvergänglich. Jetzt bist du, glaubst du, dran? Du bist unverändert. Noch ganz der Alte. Naja, ein bisschen schmäler vielleicht. Ambi, wenn ich nur könnte, würde ich hier bei dir bleiben. Aber du musst dich nicht rechtfertigen. Ich verstehe schon. Ah, oh, das bist du wirklich. Du bist ein Mann der See und kannst dein Leben nicht an Land verbringen. Doch lass mich dein Hafen sein, immerzu auf deine Rückkehr wartend. Wow, romantisch. Oh, Ambi. Oh, oh. Captain. Ah, setz Segel, Matrosen. Hi, hi, Sir. Ich starte Bericht, Captain. Das Schiff ist seetüchtig. Wir können jederzeit Segel setzen. Geht an Bord. Hi, hi, Captain. Captain, mein Captain. Joho. Leinen los, Matrosen. Anker lichten. Captain, Wüstone, wenn du Möglichkeit voraus. Setz sie in Fahrt zur Seematrosen. Aber das ist unmöglich. Tölpel, Tod und Teufel, es ist zu schaffen, wenn wir uns richtig ins Zeug legen. Oh, ei, ei, Sir. Beim Klabautermann. Seid ihr schon tot? Was soll denn passieren? Mhm. Es klappt, mein Captain. Zur See. Heilige Piratenflagge. Joho, los Matrosen, es geht los. Ei, ei, Sir. Auf See bin ich zu Hause. Mein Herz lebt auf. Joho, los, läutet die Glocke. Dingelingelingelingelingeling. Jetzt kotze ich dann gleich. Joho. Oh, Die auch. Ja, die auch. Mir wird übel. Das ist echt. Ich war zu lange an Land. Ich werde seekrank. Pudel voll rum. Es hat keinen Zweck. Überleg mal. Seit wir starben, sind wir nicht zur See gewesen. Ja, aber ihr und sowas nennt Magen sich mehr. Piraten. Peinliches Pack. Beim Anblick des Segels werde die krank. Es hat keinen Zweck. Bringt sie an Land. Sir. Na, was für ein Zufall, dass sie genau da anhalten. Finde ich guter Zufall. Mhm. Oh, Anker werfen.
Oh, wir müssen erstmal wieder seefest werden. Hier werden wir ein kurzes Päuschen einlegen. Nice. Ist gut. Wo wir sind? Links unten. Du sagst zeitlich, Bolle? Mhm. Wenn du mal den richtigen Weg läufst, dann können wir auch noch was finden. Ja, ist gerade. Ja, da links. Was ist bloß los? Obwohl ich von Bord bin, muss ich immer noch torkeln. Ja, dann sorgt nicht so viel. Hm. Okay, wir brauchen eine andere Jahreszeit. Die ganze Zeit drin herumsitzen macht einen krank. Mit belegten Brötchen, nice. Leckerlo. Bomben. Verstehst du mein Bedauern? Ja. Vor langer Zeit war ich Labrinas Bücherei beschäftigt. Wenn ich etwas von Geheimnissen höre, werde ich so, um das wieder in Ordnung zu bringen, möchte ich, dass du diese Geheimnisse lauscht. Meine Güte, wie viele Dings habt ihr da für mich? Ja, eigentlich machen wir das sowieso nicht. Also. Ja. Ah, shit. Nein. Ja. Drei Geheimnisse in einem Stream. Was für Brötchen hast du gemacht? ja. Wow. Ja. Da kann man messen. Sehr gut. Wir brauchen den Sommer. Ja, welche, was für Brötchen hast du gemacht? Brötchen. Frischkäse, Pfeffer und Salami. Um 21.15 Uhr. Wow. Nice, nice. Lass das Mädel essen. Au. Okay. Hey, Friedhof. Lö Friedhof. Lö Herz. Oh, Herz, ey. Ich denke, das würde uns interessieren, das Herzteil. Ja. Da muss ich die Funchis wegnehmen. Ich meine Herz. Funchis? Level 7 Forscher. Das machen wir heute nicht mehr. Ja. Das schaffen wir nicht. Und ich habe jetzt gerade eingepackt. Warte. Funchis? Schaffst du es in einer halben Stunde? Nö. Nö, dann nicht. Aber wir können eine halbe Stunde machen und dann einfach das machen. Ja, okay. Ich hasse es zwar mit einem Tempel aufzuhören, aber mach mal. Oh. Ich hätte ja mal gebuddelt. Ja. Porsche Gruft. Ja, keine Öffnungszeiten. Oh mein Gott. Richtig so. Meiner hat sich strikt daran zu halten an meine Essöffnungszeiten. Okay. Der Ursprung des Bannes liegt in der Dunkelheit. Okay.
verschwinde, bevor das Feuer erlischt, sonst... Oh. Uff, das ist zu schwer. What the? Ja, geht so, Rani. Geht so? Geht so. Olle war da und so. Ja, Romero. Ach, die kenne ich jetzt schon, den Romero. Was soll ich sagen? Scheinbar sehe... Rahi, warum sehe ich anders aus in real life als im Stream? Das kann nicht sein. Das darfst du Rahi nicht fragen. Sie haben gesagt, ich sehe scheiße aus. Darf ich nicht sagen? Gar nicht wahr! Ja. Hallo? 10-mal besser. Ja, aber anders. Es ist ja... Also, erstmal darfst du Rahi das nicht sagen. Eine Rahi sieht dich öfter als wir. So viel öfter ist auch nicht. Naja, die hat dich bestimmt nicht das letzte Mal vor 5 Jahren gesehen. Du mich auch nicht. Oder? Du hast mich vor 2 Wochen gesehen. Oh. Ja, ich bin davor. Und wir sehen immer nur bis hier. Rahi, wie gesagt, deine Beine. Ich mach jetzt eine Fußcam. Ja, du bist einfach ein stehender Streamer und machst halt eine Ganzkörpercam. Was muss stehen? Wie muss ich stehen? Alles muss stehen. Oh. So, ich sehe schon, den Tempel schaffen wir nicht in einer Stunde. Nicht einmal vielleicht. Nein, ich komme nicht mal beim ersten Level weit. Fuck, hä? Check's nicht. Hast du schon versucht, alle Steine in den dunklen Raum zu schieben? Nö. Na, dann mach das. Willst du den Bubis? Ja. Ja, es ist auch nicht böse gemeint. Warum solltest du ja nicht böse machen? Du hast dann noch, du hast noch Shiny angestiftet, dass sie das Gleiche gesagt hat. Ja. Warst du da rechts schon? Ja. Hast du schon versucht, einfach mal da hinzuschießen? Da oben. Ja, wie? Na, mit deiner Schleuder. So rein logisch müsste das ja gehen, aber... Wie genau? Ist natürlich nicht logisch, weil du bist ja, kommst wahrscheinlich von da drüben. Okay. Dann weiß ich auch nicht. Er muss da oben weiterkommen. Ich glaube, ich stream jetzt dann bald ohne Cam. Nein! Oh, jetzt hör auf! Doof, Mann. Wer hat in deinem Gehirn diese Assoziation gepflanzt, wenn man sagt, du siehst anders aus, dass man gleich meint, du siehst scheiße aus? Du hast nicht mal Hallo gesagt, das erste Mal. Alles warte. Du hattest wirklich... Ich war aufgeregt! Du hast mich angeschaut. Du siehst ganz anders aus. Ich war total aufgeregt, ja. Ah. Ja. Also das zweite Treffen war schöner. Also nein, das ist jetzt das zweite. Das war jetzt das dritte oder vierte. Aber da haben wir mich einfach in den Arm genommen. Das fand ich schön. Hat noch Shiny gebrieft vorher. Irgendwie check ich gerade nichts. Olle. Geh doch mal bitte hier hoch nochmal in den Raum. Ganz oben. Weil ich sagte, du geh raus, bevor das Licht aus ist. Okay. Wahrscheinlich musst du da irgendwas machen. Es geht immer mega schnell aus. Ja, musst du halt mega schnell sein. Olle versetzt? Mit was? Versetzt. Sag mal was. Ja, hey und so. Ich bin hier, die Bolle, und bin nicht versetzt, hoffe ich. Klatsch mal. Ach, guck mal, da geht's ja weiter. Ja. Jetzt nicht mehr. Ja, Internet ist heute ein bisschen komisch.
Ach so, hat man gar nicht gehört. Schlüssel, das bringt uns auch schon mal weiter. Mhm. Ich habe ja da schon ein Schloss gesehen. Ja, versuch's erst gar nicht. Geh einfach raus. Geh einfach raus. Ah. Versuch's gar nicht. Das Schloss war woanders. Geh hier raus. Gehst du hier raus? Ja, bin ja schon draußen. Das Schloss war hier. Boah, die Musik erinnert mich immer ein Stück. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Smarties. Smarties habe ich noch nie gesehen, oder? Bis jetzt. Ich auch nicht. Nicht? Ich glaube, Shiny schon. Nee. Shiny hat Smarties, glaube ich, mal gesehen. War die nicht auf der Gamescom? Die war doch auf der Gamescom. Ja. Da hat sie den bestimmt gesehen. Und als ich auf der Gamescom war, was meinte ich? Mein Bannbrechen sei nicht töricht. Das werde ich verhindern. Dachte ich. Doch, nächstes Mal wirst du weniger Erfolg haben. Nur Romero gesehen. Ja. Das muss ich auch mal ändern, Rahi. Definitiv. Ich träume immer noch von einem schönen Spieleabend mit Rai und Romero und Fabian vielleicht, Shiny, eigentlich alle. Rai war schon. Einfach ein riesen Community-Treffen und wir zocken alle was Schönes. Mhm. Bist du nicht jetzt im Urlaub noch eigentlich, Rai? Ich habe irgendwie Urlaubsfotos gesehen. Ihn auch. Stimmt, stimmt, stimmt. Und seit einer Woche nicht mehr. War's gut? Hä? Aber jetzt habe ich den besiegt, aber irgendwie ist so nichts. Naja, vielleicht. Weiß ich nicht. Sorry, da war toll. Cool. Ist es nicht immer noch so schnell aus? Oh nein. Nee, oh, geht gar nicht mehr aus. Ah. Okay. Wie kamst du eigentlich auf Florida? Also warum? Florida. Da war ich schon ein bisschen neidisch. USA ist auf jeden Fall auch noch was, wo ich unbedingt in meinem Leben mal hin möchte. Niemals. Was, niemals? Nö. Amerika ist das letzte Land, was ich bereise. Okay. Was? Ja, das glaube ich dir. Wenn dann, der nächste Präsident wird... Ja, ja, nee, wirklich, also... Gut, darüber... Ja, das geht mich ja als Tourist... Ja, klar, geht das, als Tourist ist das ja eh eines, aber. Ich glaube, die kannst du da oben runterholen. Was hole ich runter? Die Kugel. Ich habe so Perspektivenprobleme im Fall. Das echt? Sieht für mich nicht nach unten aus, aber ich weiß, was du meinst. Ach so. Gut, vielleicht kommst du auch nicht ran. Was passiert denn, wenn du auf den Schalter drückst? Okay. Nicht der höchste Weg der Welt, ja. Ja, glaube, das ist jetzt kein Geheimnis. Ich glaube, ich bekomme hier den Dings über den Block erstellt. Das könnte sein. Mhm. Ne, wenn ich Amerika besuchen würde, dann wegen dem Filmen, aber nicht irgendwie. Mhm. Kulturell oder so. Come on. Also ich möchte da einmal New York im Winter. Mhm. Speziell Weihnachten wäre mal schön. Ich möchte unbedingt in die Südstaaten mal. So Alabama,
Massachusetts und sowas. Oh, das finde ich immer so schön da. Und Kalifornien. Okay. Einmal LA, einfach Walk of Fame und sowas. Universal Studios. Das wäre immer geil. Siehst du, was ich hier machen müsste? Nö. Sehe ich nicht. Ja, oder doch? Ja, doch, klar. Was? Das Trampolin woanders hinschieben. Aha. Du hast recht. Bin ich nur da. Tada! Aha. Danke, danke, danke. Haben wir jemanden, der irgendwie Zahnarzt ist hier oder so? Und sich mit Zähnen gut auskennt? Was hast du denn mit deinen Zähnen? Irgendein Problem habe ich mit meinen Zähnen. Dann geh zum Zahnarzt. Ja, ich weiß. Aber Zahnarzt kostet. Kostet immer so viel. Nicht zählen. Zahn. Also jetzt habe ich noch einen Schlüssel, einen weiteren. Unter links. Ah, da. Ich glaube, mein Zahnfleisch ist zurückgegangen und es irritiert mich ein Phänomen von meinem Zahn, wo ich irgendwie finde, das sollte so nicht sein. Ich muss euch dann später mal aufmalen. Okay. Es ist nicht irgendein Loch oder so, sondern es ist eine Form, wo ich irgendwie mega komisch... Ja, genau, Mundfilmen nicht. Einmal vielleicht würde ich das machen. Kann ich dich schieben? Das wäre witzig. Ah, warte. Nee, es wäre nicht witzig. Mach den doch tot. Sekunden. Jetzt sollte ich das Piepsen wieder haben, Mann. Nein. Schlüssel haben wir und Schloss. Baby. Ja, Omer hat gesagt, ja, das ist eine super Idee. Das mache ich gleich. Mindestens habe ich das gesagt. Das ist so. Ah! Ja, sag mal, du musst auch umschalten dann. So, genau. Piep, 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 ich hab euch alle lieb. Oh. Geh wieder raus, du musst darüber. Mach nochmal neu. So. Easy. Mhm. Oh Gott, nee, oder? Ein tolles Rätsel. Okay, das war's nicht. Okay, du hast nur die Fischhalter. Hättest auch einfach aus dem Raum rausgehen können. Ja. Nee. Rüpp, rüpp. Schau mal, wie das viel länger geht. Gar nicht wahr. Also, das nach unten. Warte mal, wenn das hier ist, nur einer oder beide?
Typisch. Voll falsch. Wie soll man sich da auch konzentrieren? Also. Es geht immer noch eins nach drüben. Wir brauchen wahrscheinlich. So. Ja. So. So. Ah, jetzt haben wir das Loch in der Mitte nicht fast. Das ist das Problem. Ah, Mann, immer mit diesen Löchern, Chat. Furchtbar. Ah. Also ich glaube, wir müssen das eine, wo runter geht, zuerst das hier, dann das hier, dann das hier. Fuck. Ah, Mist! Aber es ist nicht schlecht. Also nochmal. Wir müssen schauen, dass der hier frei ist. Genau. Das heißt, wir müssen den in der Mitte da wegkriegen. Das ist nicht das, glaube ich. Den in der Weg. Hä? Zum einen ist es falsch. Also, wenn wir jetzt das hier um eines falsch haben, würde doch das bedeuten, dass das hier der letzte ist. Oder nicht? Nee, ja. Unbedingt. 2, 3, 1. That's the problem. Also machen wir mal einfach 1. 2, 3, 4. Also 1, 2, 3, 4 geht nicht. Es darf keiner so weit runter übergehen. 2, 3, 1. Ja! Yeah. Und das für einen Schlüssel. Let's go, Chat! Ja, der ist sicher wichtig. Danke! First Fry. Wie komme ich da rüber? Komme ich da überhaupt rüber? Ich glaube nicht. Fast. Ja! Nein! Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Nein, das ist nicht gewollt. Aber Mr. Alternative. Ja, ja. Weiter! Was? Nee, das schaffst du niemals. Oh, warte, das schaffst du nicht. Nein! Komm, das schaff ich. Was, du teleportierst mich zurück. Hey, komm, du schaffst das. Ich schaff das. Ah! Never. Ah! Mann! Was, du sagst auch nein. Okay, bis 21.50 Uhr kannst du es versuchen, dann hör mal auf. Aber das schaffst du. Warum hüpfst du nicht? Ja! Ja! Let's go! Ja, Chat! So wow. Geht das! Bam! Okay! GG! Aber Smarty, du weißt auch, dass es nicht so gewollt ist vom Spiel, oder? Dafür sterbe ich jetzt. Du kannst echt vor Glück reden, dass du deine Shiny hast. Ich glaube immer an dich.
Zopfklopf, sehr lustig. Softlock und dann, ja, genau. Okay. Autsch. Autsch. Ja, das habe ich genau so richtig gemacht, 100%. So muss das sein, Chat. Jetzt kannst du die Kugel darunter machen. Ja, ich auch nicht, aber... Riesig nicht. Sehet und staunet, Chat. Hier ist euer Meister. Boah, tatsächlich noch keine Ahnung, was es dann schon Item überhaupt sein könnte. Wo? So, wir haben ganz viele Schlüssel. Oh, keine Ahnung. Wohin damit? Nö. Ja, aber jetzt kann ich ja hier runter. Oh ja. Steht und hört. Verschwinde, bevor das Feuer erlischt. Sonst, okay, der will schon wieder in einem anderen Raum besiegt werden von uns. Ja. Ja. Mhm. Oh oh. Oh. So. Schnell genug anmachen. Einmal kommt er wohl noch? Meinst du? Er hat doch gesagt, nächstes Mal werde ich die Gruft verlassen oder so. Okay. Dreiviertel Herz, so muss man leben, Chat. Das ist Leben am Limit. Ah, noch besser. Viertelherz. Okay. Ah! Oha! Gut geblockt. Ja, das kann man wohl sagen. Ah, der Spaß. Fuck. Komm ich da so rüber? Ich glaube, die musst du irgendwie. Eigentlich sollen die sich drehen. Mhm. Die musst du, glaube ich, noch aktivieren irgendwie. Ja. Muss ich warten, bis da irgendwie das vorbeikommt? Ich glaube, du musst springen und dich beeilen. Also. Ah, die geh nochmal raus. Ja. Okay. Maybe? Da bin ich hergekommen. Ja, da sind wir runtergekommen. Ja. Nee, du musst. Kannst schon von vorne nochmal anfangen. Du siehst doch, dass die Platten verschwinden.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Doppel. Springen. Aber das Ding kommt ja nicht, glaube ich. Nee, das geht nicht. Okay, dann warte. Dann guck mal, was passiert, ob das Ding... Also beim Sprung vor dir, willst du das wohl ja auch so schaffen. Das ist jetzt ein anderer Sprung. Dachte ich mir aber auch gerade so. Nee, aber das Ding kommt ja nicht. Also entweder ist das ein Weg zurück. Oder so. Ja, das ist schon recht weit. Das ist so... Hm. Ja, irgendwie musst du den Schalter da aktivieren können. Ja, geil. Mhm. Ja, auch ich habe meine Grenzen. Ja. Geh nochmal hochgucken. Da drüben ist so ein Schalter, aber... Ja, ja. Aber kommst du ja nicht ran. Ja. Ja. Keine Ahnung. Also, hast du schon einen Raum, die du kannst besuchen? Ja, nein, vielleicht. Auch noch gar keine Karte, ne? Karte haben wir noch nicht, nein. Hier einfach weiß ich nicht, ob ich da... Ah! Ja. Hab nichts gesagt. Loop. Mhm. Okay. Hey. Aha. Mhm. Okay. Zwei? Nee, ich glaube, der hätte da woanders hingepasst. Da? Aha, das Loch. Nee. Ja. Okay, warte, dann hier hin. Nee, eins zurück? Nee, ein weiter wahrscheinlich. Oder? Ah ja, du hast recht, eins weiter. Aber kann ich den doppelt schieben? Nein. Hm, du musst den woanders rausschieben wahrscheinlich. Kannst du auch woanders die Steine bewegen? Ja. Mhm. Ja, ja und dann da raus und drüber. Holy cow! Ja, du kannst nochmal. Jetzt gut überlegen! Ja. Warte. Ich blockiere mich. Ich kann ihn ja nicht ziehen. Nee, nee. Also ab dem Moment jetzt hier ist blockiert. Ja, ja, das stimmt. Zurückschieben. Wie meinst du zurückschieben? Ah, du, diese? Nee. Mhm. Warte. Oh, wow. Ach, warte mal. Nee. Thank you.
Wenn ich so warte, so geht's, so geht's, so geht's. Nein, nein, so geht's nicht. Nee, jetzt ist er wieder zurück. Ja, 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 warte, warte. Aber die Idee war nicht schlecht. Kann ich drüber? Du musst nur über das Ding springen. Ah, ja. Ja. Nein, nur schieben. Ziehen kann man das nicht. Ziehen leider nicht. Dann wäre es ja einfach. Genau, jetzt musst du passen. Let's go, Chat! Let's go! Uppa! Das ist die Karte. Immer nicht schlecht. Ja. Sehr cool. Was? Okay, schauen wir mal. Boah, da geht's noch runter. Aber ich glaube, wir müssen aufhören. Ja, leider. Weil es ist sicher noch, wenn ich jetzt das sehe, die Räume. Wenn ich jetzt die Räume anschaue, dann fehlt uns sicher gut die Hälfte. Und das schaffen wir nicht in 2 Minuten. Das denke ich auch. Diese Feen. Oh, jetzt also, versuchen wir mit dem Level 3-Ding. Haben wir noch gar nicht. Smarty! Du geiles Stück. Mit dem Lämmchen normalen ging das nicht. Okay. Ach so. Ah ja, es sind Totenköpfe, nee, stimmt. Ist ja nicht. Ja, das müssen wir das nächste Mal weiter. Ja, vielleicht nicht immer. Aber wir haben jetzt hier sicher mal die Karte. Es wäre schön, wenn wir uns vor den Raum stellen, wo wir dann wissen, wo es weitergeht. Das können wir noch machen. Weil sonst rennen wir hier das nächste Mal so planlos rum. Das machen wir schon zu häufig. Wir könnten uns bevor wir den Stream starten, diesen Stream nochmal anschauen. Damit wir wissen, wo wir sind. Ja, okay, das können wir auch. Dann stell dich aber wenigstens irgendwo gut ab. Was für ein Hut ab? Hut ab. Ah. Ja, so kann man diesmal starten. Das ist okay. Herrlich. Gute Nacht, Rai. Schönen Abend. Ja, schön. Ja, wie mache ich? Wir müssen dann das nächste Mal wirklich nochmal anschauen. Schlaf gut. Genau. Nacht die Nacht, schlaf gut. Nacht die Nacht, schlaf gut. Guti. So, haben wir schon bestimmt wegen Wochenende? Minecraft? Nee, also mir wurde es schon gesagt, aber ich habe